Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fall of Porcupine. Wir machen gerade einen Ausflug im Wald mit Pina, die vorgelaufen ist und uns, weggelaufen ist. Und wir müssen ihr jetzt folgen. Noch tiefer rein in den Wald, wie es aussieht. Und was zum Teufel ist das? Okay, Pina, langsam ist der Spaß vorbei. Wir haben alle gelacht. Du kannst jetzt rauskommen. Was ist hier los? Das frage ich mich auch. Das ist voll gruselig, Alter. Was sind das für gruselige Figuren? Pina! Pina, wo bist du? Okay. Was zur... Hallo? Ich warne Sie. Ich bin nicht alleine. Und ich habe ein Messer. Alter Lügner. Pina, da bist du ja. Zu schade, dass ich keinen Spiegel dabei habe. Du müsstest dein Gesicht sehen. Das war nicht witzig. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Als Mediziner müsstest du wissen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Unwahrscheinlich ja. Noch nie vorgekommen? Vermutlich doch. Wo warst du denn? Ich war nur ein paar Meter hinter dir und auf einmal warst du weg. Ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Jetzt sei mal nicht so dramatisch, Finjo. Ich habe eine Pflanze entdeckt und musste mal kurz in den Busch kraxeln. Ja, schon gut. Hast du sie mitgenommen? Mitgenommen? Auf keinen Fall. Ich habe sie nur bestaunt. Es gab kaum Regen diesen Sommer und es ist bis heute überraschend warm. Da muss man kein Genie für sein. Man muss sich nur mal die Pflanzen angucken. Aber sag mir nächstes Mal Bescheid, wenn du dich einfach aus dem Staub machst, okay? Ich verspreche es. Aber mal im Ernst. Was sind das für gruselige Figuren? Sag mir nicht, du hast sie hier aufgestellt, nur um mich zu erschrecken. Schön wär's. Wenn ich so viel Zeit hätte, diese Dinger zu bauen, nur um dich zu erschrecken, hätte ich eine Menge Zeit übrig. Und glaub mir, ich würde sie nutzen, um dich zu erschrecken. Du liegst aber nicht komplett daneben. Wie meinst du? Naja, die Figuren... Zum Teil habe ich sie wirklich gemacht. Dein Ernst? Warum? Wofür? Das sind Andenkenfiguren. Das ist es, was ich dir zeigen wollte. Ich dachte mir schon, dass du noch nichts davon gehört hast. Nein, tatsächlich nicht. Warum stehen sie hier? Porcupine ist eine alte Stadt. Mehrere Jahrhunderte sogar schon. Und immer, wenn jemand in Porcupine sterben muss, stellen wir hier eine Andenkenfigur für die Person auf. Man kann die Verstorbenen dann hier im Wald besuchen kommen. Hier ist es ruhig. Hier ist es friedlich. Hier gehen die Leute hin, wenn sie die Verstorbenen vermissen. Verstehe. Ich bin die einzige Floristin in Porcupine. Ich kann gut mit allen Pflanzen umgehen. Und ich bin auch handwerklich ganz okay. Ich habe in der Stadt einige Aufgaben übernommen, aber diese hier mag ich am meisten. Das ist irgendwie ganz schön traurig. Zieht dich das nicht runter? Doch, schon. Die Stadt ist klein und oft kenne ich die Verstorbenen. Manchmal ahne ich schon Tage vorher, dass ich für jemanden bald eine Andenkenfigur bauen muss. Manchmal kommt die Bestellung aber ganz überraschend. Heute treffe ich eine alte Dame in der Bäckerei nebenan. Freundlich, gut gelaunt, mit einem frischen Cappuccino in der Hand. Und morgen steht sie als hölzerne Andenkenfigur auf meinem Tresen. Aber ich liebe die Aufgabe trotzdem. Ich darf schließlich einer geliebten Person ein Andenken gestalten. Und Angehörige sind dankbar, dass sie etwas haben, das sie besuchen können. Das macht mich sehr stolz. Ich hatte keine Ahnung davon. Das ist wirklich eine wichtige und schwere Aufgabe. Kann schon sein. So, genug rumgequackelt. Jetzt weißt du, warum wir hier sind. Und warum ich dich gerne mitnehmen wollte. Jetzt bist du ein richtiger Teil von Porcupine. Oha. Und jetzt? Muss ich irgendwas tun? Errichtest du mir auch so eine Figur?
Quatsch, sei nicht so pietätlos, Finno. Ich habe den ganzen Rucksack voller Äste, Garn und Blumen. Weißt du, ich baue die Figuren nicht nur. Ich komme auch regelmäßig hier und pflege sie. Und du hast die großartige Ehre, mir heute dabei zu helfen. Ich soll diese Figuren reparieren? Ich habe zwei linke Hände. Pipapo, du schnipselst und schneidest doch auch den ganzen Tag im Krankenhaus rum. Ich bin Internist. Du hast noch nie meine Verbandskünste gesehen, oder? Internist, Hinternist, bliblablub. Du machst das sicher großartig. Es wird sich schon niemand beschweren. Im Gegensatz zu den Leuten auf deiner Station sind diese hier nämlich alle schon tot. Jetzt wirst du aber pietätlos. Der ganze Welt steht voll mit Figuren. Wie gesagt, die Stadt gibt es schon eine ganze Weile. Ich gebe dir ein paar Äste mit, um die Figuren wieder flott zu machen. Und wie finde ich die kaputten Figuren? Puh, gute Frage. Da gibt es keine richtige Antwort für. Der Perlnebelwald hat seine ganz eigenen Regeln. Halte einfach die Augen und Ohren offen und dann findest du sie. Wir treffen uns danach wieder. Kommst du nicht mit? Wo denkst du hin? Ich mache mich selber auf die Suche. Ich war lange nicht mehr hier. Es muss bestimmt viel getan werden. Wenn wir uns nicht aufteilen, werden wir heute nicht mehr fertig. Und es fühlt sich tatsächlich nach Regen an. Das wird witzig. Also, viel Erfolg, kleiner Figurensucher. Oha, okay. Warum muss sie immer wegrennen? Gute Frage. Aber krass. Also die etwas andere Art Friedhof sozusagen. Und irgendwie eine ganz schöne Idee. Bin mal gespannt, ob und wie wir die Figuren finden, die repariert werden müssen. Wie süß die sind zum Teil, ey. Was? Wird das hier jetzt gerade ein Jump'n'Run oder was? Hä? Jetzt stehe ich auf Schlauch. Ah, okay. Interessant. Aber ich habe bisher noch keine Figur gefunden, die Hilfe braucht. Oh Gott. Aber wenn das so weitergeht, brauche ich gleich Hilfe. Dann kann sie gleich von mir hier eine Statue hinstellen. Ah, die braucht Hilfe. Nun gut. Aber cool. Das ist echt cool gemacht. Ich sehe schon, da kommen wir wahrscheinlich gleich runter. Ich konnte gerade nicht mal springen. Okay. Dann schauen wir uns erstmal hier unten um, ob wir hier noch was finden. Aber das ist zumindest auf der Seite nicht der Fall. Ach, wie süß. Ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen, ja, von diesen Statuen Kinder darstellen, die verstorben sind. Der sieht ja geil aus. Okay, und der hier ist scheinbar wieder kaputt. Also machen wir den ganz schnell heil und damit fehlen uns noch zwei Stück. Immerhin wissen wir jetzt, wie die aussehen, wenn sie kaputt sind und ich komme hier nicht weiter. Hä? Okay.
Ach, hier geht's weiter. Ja, okay. Ich dachte, hier kommt man dann höchstens wieder zurück. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Dann. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass man beim Springen die Zeit so ein bisschen verlangsamen kann. Also seine Fallzeit. Indem man einfach die Sprungtaste etwas gedrückt hält. Die Frage ist jetzt natürlich, wo finden wir die letzte Figur? Da! Okay, das war die letzte. Und wir sind jetzt also auch wieder hier unten angekommen. Wobei, warte, was heißt wieder? Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Sieht so aus. Beziehungsweise, wir kommen jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo anders raus, hoffe ich. Oder kommen direkt zu Pina. Wie viele? Da ist Pina. Und dann hat er den Farbeimer voll auf den Kopf gekriegt. Ihm ist zum Glück nichts passiert, aber es sah so witzig aus. Pina? Huch! Oh, Finley. Nicht schlecht. Da hast du mich doch glatt ein bisschen zurückerschreckt. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Schon okay. Hast du gerade mit jemandem geredet? Ja, das stimmt. Auch ich komme manchmal hierher. Das hier vorne, das ist die Figur meines Bruders. Ich habe meinem Bruder gerade die Sache mit dem Farbeimer erzählt. Ich wusste nicht, dass du einen Bruder hast. Na, woher auch? Ich habe es dir ja noch nicht erzählt. Es ist sogar mein Zwillingsbruder. Das tut mir leid. Alles okay. Es ist schon ein paar Jahre her. Wir haben zusammen immer den tollsten Quatsch gemacht. Haben uns gegenseitig beschützt. Von ihm kam auch die Idee mit dem Pflanzenladen. Irgendwann kam die Blutkrebsdiagnose. Leider viel zu spät. Er hat einige Zeit im St. Ursula verbracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hatte keine gute Zeit mehr. Und am Ende ging alles ganz schnell. Es fiel ihm nicht leicht, aber er konnte irgendwann loslassen. Ich habe natürlich auch seine Figur gemacht. Das muss schwer gewesen sein. Keine Figur danach war so schwer. Aber auch keine mehr so schön. Und es regnet. Danke, dass du mir das erzählt hast. Ich hätte ihn sicher auch gemocht. Ganz bestimmt. Wenn du magst, kannst du ja irgendwann nochmal mitkommen. Dann kannst du dich mal mit ihm unterhalten. Aber jetzt lass uns los. Ich habe doch gesagt, dass es regnen wird. Einverstanden. Ich habe auch ziemlich Hunger gekriegt. Passt auf euch auf, Leute. Ich schaue bald wieder nach euch. In Ordnung? Nicht streiten. Ich hab euch lieb. Ja, die Pina ist voll süß. Ich glaube, das ist so eine richtig, richtig gute Seele. Ich hasse Gewitter. Also im Ernst, ich hasse Gewitter. Oh. Ich möchte nicht im Gewitter spielen. Echt nicht. Ich mag das nicht. Hallo? Finley, du bist wach. Bitte komm schnell, ich brauche Hilfe. Oh, Pina. Pina? Was ist los? Finley, bitte komm schnell in den Laden. Pina? Pina, bist du da? Verdammt, ich sollte schnell nach ihr sehen. Ich will aber nicht raus im Gewitter. Ich will mit
Ich will mich in meine Höhle verkriechen. Finley, zieh dir bitte was an. Ich will bei dem Wetter nicht raus. Das ist ja die Hölle. Ich will das nicht. Ich meine, solange es nur regnet... Okay. Aber es regnet ja nicht nur. Und es wird schon wieder heller? Das ist ein gutes Zeichen in der Re... Oh. Was ist hier passiert? Und... Oh. Okay. Das Unwetter ist wohl ein bisschen größer. Warum? Warum? Warum stehen da Kerzen und Blumen und... Was ist hier los? War das Pina? Ich habe Angst. Leute, ich habe gerade Angst. Wehe, die ist tot. Was zum Teufel? Pina? Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Blut an der Gießkanne? Hä? Was kann ich machen? Was muss ich machen? Wie böse das hier auf einmal auch alles aussieht mit den ganzen Statuen und so. Was? Pina! Okay, es ist ein Albtraum. Ich glaube, es ist ein Albtraum. Mia! Mia? Wer ist Mia? Wissen wir, wer Mia ist? Ach so, das ist Mia. Klar. Karl! Wo seid ihr? Warum bin ich allein? Ich hoffe, euch geht es gut. Bitte lass es ein Albtraum sein. Bitte, bitte, bitte lass es ein Albtraum sein. All die ganzen Figuren. Dr. Kukowski, was machen Sie hier? Das muss ich Sie fragen. Was soll ich nur mit Ihnen anfangen, Finley? Wenn Sie so weitermachen, sehe ich keine Zukunft für Sie. Wenn Sie so weitermachen, sehe ich für viele keine Zukunft. Haben Sie sich schon gekümmert? Mich gekümmert? Ich kann mich nicht immer wiederholen. Und ich kann Ihnen nicht immer den Hintern hinterhertragen. Es werden Leute sterben, Finley. Und Sie werden die Schuld daran haben. Aber... Gehen Sie zur Arbeit. Ihre Schicht beginnt. Ich beeile mich und ich werde mich anstrengen. Zack, zack. Alter, was ist hier los? Also es kann eigentlich nur ein Traum sein. Ich bete, dass es nur ein Traum ist. Also wirklich. Wirklich, wirklich. Okay, es ist ein Traum. Was hat der für krasse Träume? Also ernsthaft. Was ist mit dem Kerl falsch? Was für Drogen nimmt der? Okay, wir sollen zur Arbeit. Also schwimmen wir mal die Treppe hoch. Glaube ich. Alter, wie komisch. Ganz, ganz seltsam, das alles hier. Ganz, ganz, ganz seltsam. Was? Oh. Ich kann mir den Kopf stoßen. Hä, was ist das? Was passiert hier? Was muss ich tun? Ich bin verwirrt. Und verängstigt. Ein wenig. Ah. Okay. Immer wieder habe ich es gesagt. Es hört ja niemand auf den alten Gregor. Aber machen soll er. Immer machen.
Was ist hier los? Das ganze Krankenhaus steht unter Wasser. Wenn wir nicht schnell hier verschwinden, werden wir ertrinken. Rohrleitungen, Mauerwerk, Elektrik. Rohrleitungen, Mauerwerk, Elektrik. Der Aufzug. Die kranken Leute. Es gibt nichts, was der alte Gregor nicht wieder gerade biegen kann. Das kriegen wir hin. Gregor, stopp! Die kranken Leute. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Okay. Das war krass. Das war echt ein krass. Also ein krasses Ende für die Folge. So, zuerst voll schön und dann auf einmal so voll so. Okay. Kranker Fiebertraum. Ja. Das war's dann aber auch. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, die nächste Folge wird wieder etwas angenehmer. Wir werden es sehen. Bis dahin. Tschüss.